So, alles klar. Also wir haben jetzt ein bisschen an der Rover-Firmware gearbeitet, wenn man das Rover-Firmware nennen kann. Lassen wir mal lieber an unseren Skripten gearbeitet. Jetzt mache ich einen Kombi-Versuch. Und dabei fahren wir nach vorne 1 Meter, dann drehen wir uns 90 Grad nach links, dann 90 Grad nach rechts, dann bewegen wir die Kamera 90 Grad nach links, dann 90 Grad nach rechts. Und dann fahren wir wieder zurück. Okay, wir schicken das jetzt. Wir saven den Stack. Und jetzt warten wir einfach nur, dass hier dieses grüne Lämpchen grün leuchtet. Dann heißt das, dass der Stack richtig angekommen ist. So, die Übermittlung läuft. Die ersten Daten kommen rein. Das sieht gut aus. Lämpchen leuchtet grün. Wir können das Programm starten und wir senden jetzt den Go-Befehl. So, gehen wir zurück hier auf den Rover. Wie gesagt, der muss jetzt erstmal nach vorne fahren, 1 Meter. Tut er. Hat er auch gemacht und man sieht es hier am Bildschirm auch, da sind da so ungefähr 15 cm übrig geblieben. Das passt. Okay, Kabel ist vielleicht ein bisschen zu klein, zu kleiner, die Bewegungsfreiheit ist vielleicht nicht so gegeben. Aber jetzt ist er wieder zurück auf die 90 Grad. Er hatte nur ein bisschen Schlupf, weil das Kabel nicht lang genug war. So. Kamera nach links. Jetzt muss gleich die Kamera zurückgehen. Da hatten wir nämlich in der letzten Zeit viele Probleme mit. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Cool. Jetzt kommt auch gleich die Message, dass er fertig ist. Dauert natürlich ein bisschen, da gibt es immer einen Versatz. So, und man sieht auch, der ist jetzt wieder hier zurück an seinen Platz. Wir haben jetzt wieder hier 1,26 und 1,24 Meter vorne übrig und Last Command wurde ausgeführt. Alles gut und das Deck ist leer, weil er ist fertig und das Deck wurde gelöscht. So sollte das aussehen. Das haben wir jetzt viermal hintereinander gemacht und es hat geklappt. Ich bin guter Dinge. So, tschö.